Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende Brizza, und zwar eine Pizza aus Brezelteig. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Rezept mit drei tiefgefrorenen Laugenstangen. Kann man in nahezu jedem Supermarkt kaufen. Diese lege ich auf einen Teller, decke sie mit Frischhaltefolie ab und lasse sie ca. 6 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Natürlich bleibt jedem selber überlassen, auch Laugenteig selber herzustellen. Hatte ich auch schon auf dem Kanal, gibt es auch schon Anleitungen und Videos zu, zum Beispiel beim Oktoberfestburger oder meinem Laugen-Hotdog. So oder so hat man, nachdem man den Teig fertig gemacht hat, Zeit, sich um den Belag zu kümmern. Wir schneiden nun eine halbe rote Zwiebel in Ringe und Einreiseverbot in Bayern habe ich ja schon mehrfach bekommen, pellen eine Weißwurst und schneiden diese in dünne Scheiben. Die Idee, eine Pizza aus Laugenteig zu machen und das Ganze Brizza zu nennen, ist übrigens nicht neu. Vielleicht kennt ihr das aus der Höhle der Löwen, dort war mal ein Startup-Unternehmen, was das dort promotet hat. Manche Gerichte stehen wirklich sehr lange auf meiner internen To-Do-Liste und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Nach guten 6 Stunden sieht unser Laugenteig dann so aus. Ich nehme jetzt vorsichtig die Frischhaltefolie herunter. Das Ganze funktioniert zum Beispiel auch mit diesen Laugenbrötchen Rohlingen oder auch mit diesen Laugenbrezeln. Die könnte man dann einfach auseinanderrollen und als Schnecke wieder zusammenrollen. Oder einfach so drei Stangen und jetzt auf einer melierten Unterlage einfach durchkneten. Von beiden Seiten gut mit Mehl bedecken und zu einer Pizzaform. Die genauen Mengenangaben für das heutige Gericht gibt es übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Dort packe ich euch auch die Links zu meinen Büchern und zu meinen Social Media Pages. Würde mich freuen, wenn ihr mich da mal besucht. Solltet ihr auf die Idee kommen und zum Beispiel diese Pizza nachgrillen und auf euren Social Media Kanälen posten, dann markiert mich doch, dann kann ich das Ganze sehen und ich lasse einen Kommentar da und like das. Verspreche ich. Jetzt wandert meine Pizza auf ein entweder Backblech oder ich backe das auf einem Pizzastein, wie auch immer. Ich habe das jetzt erstmal auf Backpapier gelegt, damit ich es besser bewegen kann und gebe dann einen Esslöffel Schmand oben drauf. Jetzt kann das Ganze nach Herzenslust belegt werden. Ihr könnt natürlich das Ganze auch wie eine Pizza belegen, einfach mit Tomatensauce und Käse. Also meine Kinder sind da völlig drauf abgefahren. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend und schmeckt richtig, richtig lecker. Wir würzen das Ganze dann mit Jack and Smoke, Whisky, Pfeffer und Rauchsalz mit rosa Beeren, meine Gewürzkooperation mit der Spice Bar. Den Link dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren, das passt hier richtig gut und schmeckt richtig geil. Danach geben wir etwas geriebenen Käse oben drüber, in dem Fall ist das ein Edamer, aber ihr könnt ja auch einen würzigen Bergkäse nehmen, worauf auch immer ihr Lust habt. Und nun folgen unsere Weißwurstscheiben. Ich kokettiere ja gerne auf Social Media damit. Natürlich habe ich großen Respekt vor der Tradition in Bayern und ich finde das wirklich großartig. Ich finde aber auch, dass diese Produkte nicht nur traditionell benutzt werden sollten, weil sich sonst keine Rezepte weiterentwickeln. Und deshalb mache ich gerne solche Kleinigkeiten mit diesem großartigen Produkt wie einer Weißwurst. Jetzt geben wir noch unsere roten Zwiebeln oben drüber. So viel ihr möchtet. Für mich darf das hier ruhig ordentlich sein. Jetzt wandert das Ganze entweder in den Ofen oder auf den Pizzastein und wird gebacken, bis sie goldbraun ist. In der Zwischenzeit hacken wir noch etwas Schnittlauch fein. Wenn dann unsere Pizza fertig gebacken ist, sieht die so aus. Ein wirklich tolles Ergebnis. Bisschen Schnittlauch oben drüber. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Der Teig ist richtig schön aufgegangen, hat ein super Aroma und eine richtig tolle Farbe. Die Kombination von dem Käse und dem Schmand macht das richtig lecker. Die Weißwurst obendrauf ist so ein bisschen gebräunt, das finde ich auch super. Und die roten Zwiebeln, einfach toll. So sieht das aus. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Teilen, liken und kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und ich habe noch jede Menge witzige Rezepte am Start. Meine To-Do-Liste hört so schnell nicht auf. Das kann ich versprechen. Bitte besucht auch meine Fanpages. Würde mich freuen. Richtig lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.